Wind statt Kohle und Atom. Sonne und Wind statt Kohle und Atom. Sonne und Wind statt Kohle und Atom. Uns geht es um die große Auseinandersetzung in der Energiepolitik in diesem Jahr, um die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes. 220.000 Menschen haben sich hinter unseren Appell gestellt und haben sich und auch die anderen Ministerpräsidenten aufgefordert, doch dafür zu sorgen, dass hier dieser dynamische Ausbau der Erneuerbaren, wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben, weitergeht, nicht abgesägt wird. Ich glaube, drei Punkte sind uns wichtig. Zum einen Ausbau der Windenergie. Dieser Deckel, der vorgesehen ist, den halten wir weiterhin für hochproblematisch. Zweiter Punkt ist Photovoltaikausbau, die Erzeugung von Eigenstrom. Da haben Sie sich ja auch schon sehr kritisch zugeäußert. Wir nennen das Sonnensteuer, also hier sozusagen eine EEG-Umlage zu erheben auf die Erzeugung von eigenem Strom. Das ist eigentlich schon vom Grundprinzip her sehr widersinnig, ein Stück weit so, wie wenn man auf eigen erzeugte Tomaten Mehrwertsteuer zahlen müsste. So, deswegen auch unser Vergleich zur Sonnensteuer, wo wir einfach sagen, das ist ein massives Hindernis. Und deswegen an Sie auch die Aufforderung, hier weiter zu streiten und dafür zu sorgen, dass es zu keiner EEG-Umlage auf die Erzeugung von Eigenstrom kommt, zumindest bei der Photovoltaik. Und der dritte Punkt in unserem Appell, das ist ganz klar, wir erleben in den letzten 2 Jahren wieder eine Zunahme der Braunkohleverstromung. Und hier auch der Appell nochmal an Sie, sich ähnlich wie Thorsten Albig dafür einzusetzen, dass es einen klaren Ausstiegsfahrplan für Kohlekraft gibt. Und ein letztes Stichwort. Im zweiten Halbjahr haben wir vielleicht schon die Auseinandersetzung um Kapazitätsmärkte. Da hat Ihr Umweltminister ja auch ein wichtiges Gutachten vorgelegt, auch hierfür zu sorgen, dass über Kapazitätsmärkte nicht eine weitere Subvention für Kohle entsteht, sondern wenn sehr effektive Kraftwerke nur von diesen Märkten profitieren können. Sie können mit dem Bundesrat darüber entscheiden, was passiert bei der EEG-Novelle. Und gerade hier beim Thema Eigenstrom wünschen wir uns, dass Sie dafür kämpfen, dass es hier zu keiner EEG-Umlage kommt. Ja, vielen Dank für Ihr Engagement. Das stärkt mir den Rücken. Und Sie rennen bei mir natürlich da offene Türen ein. Und es ist nochmal ein gewichtiges Paket von Bürgerwillen. Sowas kann ich dann gut gebrauchen. Sowas kann ich gut gebrauchen, weil wir im Kern das auch so sehen. Die Sachen sind allerdings jetzt erstmal so verhandelt. Was noch nicht ganz fertig ist, ist es mit dem Eigenstrom. Uns geht es erstmal darum, dass zumindest, ob man Eigenstrom aus irgendwelchen konventionellen Kraftwerken bezieht oder aus regenerativen Energien, dass das doch eine dramatische Spreizung wenigstens bedarf und nicht gleich behandelt wird. Das sind wir also, glaube ich, noch. Da bestehen, glaube ich, noch Möglichkeiten, da was dran zu machen. Also, andererseits ist das Paket erstmal geschnürt, aber ist natürlich nicht aller Tage Abend und man wird das ja auch wieder korrigieren, nachbessern müssen, wenn man sieht, was das im Einzelnen bewirkt. Und die letzte Frage, ich meine, mit der Braunkohle sehe ich natürlich absolut genauso. Es ist wirklich skandalös, dass wir so viel Braunkohlestrom erzeugen wie noch nie. Das kann nun nicht wirklich der Sinn der Energiewende sein. Und da ist es wirklich wichtig, dass die Bundesregierung sich massiv stark dafür macht, dass der Emissionshandel in Europa wieder richtig in Gang kommt. Dann, das wäre die beste Lösung für dieses Problem, dass wir unsere Nachbarn in dieser Richtung beeinflussen und überzeugen. Also vielen Dank für Ihr Engagement. Es hilft mir, es unterstützt mich und ich werde in Ihrem Sinne aktiv werden, soweit es in meiner Macht steht. Wind, Wasser, Sonne, Atomkraft in die Tonne! Wind, Wasser, Sonne, Atomkraft in die Tonne!